Los geht's. Und damit sehen wir den ganz normalen Wahnsinn wie immer. Smoke Flashbang ist am Start. Man möchte bei Force relativ zügig aus der Mitte heraus. Ach, never mind, ich habe es falsch gesehen. Über die White Walls geht es. Aber Jerry, der hat die Smoke bereit, trotzdem für den Spot. Die könnte bis ins Z fliegen. Tief ins Z. Um schlussendlich hier natürlich die Schiebewege ein bisschen dicht zu halten und vor allen Dingen auch die Gegner unter Druck zu setzen. Aber bisher ist die Granate noch nicht raus. Man wartet natürlich ab. Auch gerade eben Richtung Efeu nochmal gecheckt. Wir haben es gerade auf dem Radar gesehen. Jetzt fliegt die Smoke. Jetzt gucken wir, wie sie landet. Das ist diese typische Z-Smoke. Die sehen wir jetzt hier rechts, die aufgeploppt ist. Die war nämlich die Smoke, die man aus der Mitte geworfen hat. So, Aqua mit dem ersten Break. Huge mit dem nächsten. Man hat hier wirklich eine gute Vorbereitung gemacht. Man kann trotzdem nicht auf den Spot draufkommen. Das haben hier die Jungs von Tricked sehr, sehr gut verteidigt. Und auch wenn man jetzt mit drei Mann natürlich den B-Spot verstärkt hat, ist man trotzdem immer noch mit einigen Mann hier auf dem A-Spot zugegen, um schlussendlich gegenzuhalten. 2-4 Situation. Die Glocks auf diese Distanz. Unglaublich schwierig natürlich einzusetzen. Trotzdem ein Klick auf diese, ja, auf diese langen Meteranzahlen noch erzielt. Und Almazer nimmt die Beine in die Hand und kriegt wahrscheinlich den Plan sogar durch. Das heißt, hundertprozentig werden wir auf jeden Fall eine Galil-Runde sehen gleich. Ob wir aber hier vielleicht auch sogar eine noch bessere Runde sehen, das macht Almazer jetzt gleich vielleicht möglich. Almazer, erstes Duell, Almazer, zweites Duell. Aber dann ist Rojay doch da, weil man zu lange braucht für den Frag. Aber auch Siush muss man da einen kleinen Vorwurf machen, der wirklich ewig gebraucht hat, um da den Spieler herauszunehmen. Vielen Dank für eure Genesungswünsche, liebe Freunde. Manchmal kommt es einfach raus. Ich habe den großen Nachteil als Caster, dass ich nicht spüre, wenn ich niesen muss. Sondern das kommt dann einfach instant, innerhalb von einer Sekunde. Und dann ist es immer sehr schwierig, sich zu muten. Dementsprechend habe ich das Headset vom Kopf gerissen. Ich hoffe, es war nicht zu laut. So, 1-0 für Tricked. Das auf D-Train. Und ich spreche gerne nochmal die Statistiken an, die wir gerade eben schon mal angeteasert haben. Auf der Map D-Train hat Force 9 Maps gespielt in den letzten 3 Monaten. Und was haben sie geholt? Gerade einmal 44%. Und das bedeutet, man hat hier gegen einiges verloren. Gewonnen hat man gerade mal gegen Pro 100, gegen Ambrush, gegen Sprout und gegen Marskalk. Verloren hat man gegen Aristocracy, gegen Windstrike, gegen Crazy, gegen Sprout, gegen Avantgarde. Also, da hat es ordentlich geschellert. Und ja, sie haben fast 63% ihrer Runden auf der City-Seite erspielt. Das heißt, die Terror-Seite für sie natürlich unglaublich schwierig. Auf der anderen Seite haben wir das Team von Tricked. 76,2% bei 21 Maps. Das ist definitiv eine gesunde Hausnummer. Und da sind auch einige Kracher zwischen Spirit besiegt. Man hat Gamer Legion besiegt, man hat North besiegt, auch mal gegen sie verloren 2 Tage später. Man hat Heretics besiegt, man hat Crazy besiegt, man hat Virtus Pro besiegt, man hat die Movie Riders besiegt. Und. Ganz viele verschiedene Teams. Also grundsätzlich sollte natürlich von der Statistik her hier alles für das Team von Tricked sprechen. Aber während ich die Statistiken durchgegangen bin, habt ihr es ja verfolgen können, ist das Ganze trotzdem noch mal ein bisschen spannender ausgegangen. Man ist übrigens nicht auf Galil gegangen, so wie ich es erwartet hätte, sondern hat so einen halben Ball gemacht. Und der letzte Spieler auch noch mal bekannt, Jerry mit der M4. Ersten Klick noch mal gesetzt. 1-3. Ah, die Bombe liegt natürlich unglaublich ungünstig und er hat selber auch keine Granaten mehr. Jetzt gibt es nochmal die Molotov oben drauf. Er muss natürlich durchkommen und das schafft er nicht. 2-0 für Tricked, aber trotzdem Force hier ein kleines Beinchen gestellt. Und das wird definitiv fürs russische Aufgebot eine unglaublich lange Schlacht, ein unglaublich langer Weg, um hier am Ende als Sieger dazustehen. So, einmal sehr. Gegen Hunden auf jeden Fall ein Spieler als erstes für sich erschlossen. Und das ist natürlich auch eine kleine Überraschung. Gerade zumindest ein paar Waffen gekauft, aber jetzt ist man hier komplett full equipped. Und Tricked kassiert hier auch schon mal die ersten Frags. Also noch ist das Ganze hier überhaupt keine eindeutige Kiste, sondern Force auf der Terrorseite aimstark. Und Aimstärke
Die hat sich bekanntlich ja in dieser Series hier wirklich sehr durchgesetzt. Oh, fast den dritten noch mitgenommen, aber es reicht nicht. Und damit ist Yush jetzt hier der letzte Überlebende. Rechnet immer noch mit dem B-Spot, hält da auf jeden Fall das Schiff. Und spielt wie die Band auf der Titanic bis zum Schluss, bis zum Untergang. So, Fabcon postet erstmal Namika. Das ist übrigens mein Hund, kein Troll im Chat, den Fabcon gepostet hat. Die Katze, die sagt mir nichts. So, 2:1. Force gewinnt hier diese Runde. Und macht relativ früh schon klar. Ihr mögt vielleicht auf Trainee bessere Statistik haben, aber heute werden wir die Karten neu mischen und neu verteilen. Ach, Fabcon hat den Bubble. Ah, alles klar. Das war Möppi, die Katze. Die eine. Es ist Gri, watch you, Vlad. So. Flit, sehr, sehr schöne Runde. 3K insgesamt geholt. Und damit auf jeden Fall direkt eine Folge, also direkt eine Anschlussrunde. Das ist wichtig. Das ist unglaublich wichtig. Wenn man jetzt die Folgerunde noch holt, dann schickt man Trick direkt mal wieder in unangenehme Situationen. Aber die muss natürlich auch erstmal jetzt hier erzielen. So, man hat zwar den Spieler gesehen und ich dachte auch, man hätte ihn angehittet, aber nein, er ist selber verletzt worden durch diesen offensiven Push. Jetzt möchte man erstmal Stück für Stück nach vorne gehen. Alter! Stehpower, du altes Wiesel, du! Also, schöner Flick, den er da gemacht hat, den musst du erstmal setzen bei so wenig Körper, der da zu sehen war. So, ein Arcor macht es hier natürlich Stück für Stück, möchte nach vorne gehen und ja, Sush nimmt hier auf jeden Fall weitere Leute mit. Und es ist wieder die Runde für Force. Die Folgerunde, Trick wird erstmal in die Eco geschickt. Ja, und da merkt man hier, Train doch nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Force hat sich hier auf jeden Fall für dieses Turnier extrem gut vorbereitet. Und einzige Team, was ihnen bisher richtig, richtig Schwierigkeiten bereitet hat, war Furia. Ah, doch nicht. Und dann noch Heroic, war ja auch ein Krimi. Also für sie ist es auf jeden Fall ein Arbeitssieg. Wenn sie am Ende hier wirklich als Sieger dastehen, dann absolut verdient. Denn die haben wirklich geackert die letzten Tage. Um genau hier im Grand Final zu stehen und schon mal hundertprozentig 20.000 US-Dollar safe zu haben. Je nachdem, wie es verläuft, kann man hier sogar das Ganze auf 50 aufstocken. Der ist da mitten auf der Leiter in dem Augenblick. Das ist natürlich ultra bitter. Molotov kommt hinterher, schön abgeaimt. Also sehr schön unterstützt. Jetzt versucht Trick über den anderen Laufweg hier nochmal zu punkten. Aber Facecrack veraimt beim ersten so stark, dass er den Rest nicht mehr vernünftig mitnehmen kann. Oh, schön gemacht von Suge. Natürlich. Oi! Er stiehlt dein Automodell! Schön gemacht! Und damit natürlich Hundin. Obwohl er den Headshot macht, sogar das Nachsehen gehabt. 3:2 und Force, die spielen hier wirklich um ihr Leben. Die spielen ums Brot. Die spielen aber auch wirklich ziemlich gut. So, Bubski, auch wenn es jetzt hier bei Force natürlich so ein bisschen Selbstbewusstseinsaufschwung gab, wollte man jetzt mit einem Tempowechsel erstmal auf den A-Spot spielen. Aber dagegen hat Trick was zu melden. Auch wenn Xepower, der ist gerade irgendwie unmöglich rauszunehmen. Ich habe keine Ahnung, was sie ihm jetzt gerade hier noch zu trinken gegeben haben. In der Halbzeitpause, aber er ist auf jeden Fall enorm unterwegs. Überlebt alles, kriegt jeden Frag erzielt, schießt durch die Wände, schießt die krassesten Flicks. Also wenn einer wach und aktiv ist, dann auf jeden Fall Xepower. Und der ist natürlich dann auch gerade auf D-Train unglaublich wichtig. Denn dort hast du die weiten Distanzen, dort ist die AWP eins der stärksten Instrumente, die man hier verwenden kann. Auf der Terrorsuche und auf der City-Seite. So, jetzt wird aber rausgenommen, Xepower. Also, alles kann er sich nicht erlauben. 3:3 Trick.
holt mal wieder eine Runde, überlebt mit drei Mann, das heißt, Geld bleibt ungefähr even, vielleicht ein bisschen oben drauf. Und jetzt geht es in den nächsten Ründchen weiter. So, Mitte drüber geflasht, Hunden erstmal Richtung Eva, ein bisschen Druck aufgebaut, möchte da die Spieler zurückhalten. Seid ganz klar, hier Molotov, ich bin da. Bewegt euch weiter und ihr werdet down sein. Aber Force hat einen ganz anderen Plan. Komplett auf der anderen Seite der Map. Kleine Rampe Richtung B. Soll hier jetzt erstmal ein bisschen Druck entstehen. Einen Spieler hat man nochmal dazugezogen. Im Pop-Dog ist ebenso auch Roger zugegen, um schlussendlich auch einen kurzen Schiebeweg zu haben. Und dann geht es jetzt hier wirklich mit dem Execute raus. Aber oben die große Rampe als erstes gearbeitet. Xebauer und Elmasar bekommen hier die Entries und das fast ohne Gegenwehr. Also Tricked hier haben ihn insgesamt 23 HP abgezogen. Das war es aber auch. Aber Roger jetzt zumindest hier mit einem Frag am Start. Aber Retext-technisch wirst du hier natürlich nicht mehr viel machen. Und in der Mitte aimt ihn auch schon Jerry ab. Und das bedeutet, Bubsy und Hund müssen versuchen, hier mit allen Mitteln ihre Waffen durchzubrechen. Boy, aber Facecrack, der hat was dagegen. Donnert da auf jeden Fall schon mal den ersten Schuss. Und Hunden ist natürlich der letzte Überlebende. Den ordnet man jetzt ungefähr Efeu ein. Aber da darfst du natürlich nicht allzu viel investieren oder hineinpushen, weil sonst hast du am Ende echt die Arschkarte. So, und auch diese nächste Runde wird von Force sehr gut gestartet. Man hat natürlich auch nicht mehr die Waffen bei Trick. Die einzige Waffe, die übrig geblieben ist, ist bei Hunden. Und der ist noch nicht mal derjenige, der hier den Frag gegen Flit macht, sondern das machen sie zusammen mit Pistols. Trotzdem eine wichtige und schnelle Runde von Trick, die hier mit 5:3 auf jeden Fall schon mal eine gute Aussicht haben. So, 5:3, Doppel-AWP jetzt bei Tricked. Die haben noch mal ein bisschen aufgerüstet und genau das sollte man auch auf D-Train definitiv machen. Trotzdem schon mal eine Überraschung. Man hat hier jeweils, steht man auf, nein, Tricked steht auf der favorisierten Seite, Force auf der unterlegenen Seite, aber trotzdem zeigen sie hier gerade, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Und das bietet auf jeden Fall erstmal die Möglichkeit, aber Arcor aimt ab. Jetzt gibt es hier natürlich noch mal den nächsten Duell- und Schlagabtausch, aber auch der komplett in favor für Tricked und damit hat man erstmal den Efeu komplett inhaliert. Da wird nicht viel passieren und Roger, der weiß jetzt schon mal Bescheid, gibt Jerry sogar nochmal durch die Wand hier den nächsten Klick. Aber das sollte, glaube ich, für Force nicht mehr holbar sein. Seidenalmasar haut hier erstmal so einen In-Air-Headshot raus. Und damit natürlich jetzt hier wenig Spielraum nur noch. Aber selbst wenn man diese Runde hier abgibt, wird man nächste Runde kaufen können. Utility-technisch sind noch einige Smokes. Zwei Stück am Start. Flash ist auch nochmal zwei Stück und dann nochmal zwei Damage-Granaten.
Aber Stu passt natürlich jetzt auch was. Und Stu passt auf, nimmt Alma sehr raus. Letzter Überlebender ist auch Jerry. Und der wird ebenso gefinisht und ausgeschaltet. Damit 4:5. Und Trickt kurz davor, hier den Ausgleich schon wieder zu erzielen. Aber wie schon angesprochen, man hat genug Geld bei den Terrors. Man hat genug Geld bei Force. Und die werden natürlich auch diese Runde hier wieder mit richtig Equipment am Start sein. Wir sehen es auch, eine AWP bei Xebauer. War dreimal die SG, eine AK. Da kann schon einiges noch rauskommen. Oh, und einmal sehr. Kriegt hier ein ganz, 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 ganz wichtiges Duell. Die Problematik ist vor allen Dingen, dass Trickt natürlich auch Folgerunden braucht, weil sie sonst wieder schnell in der Eco sind. Ich glaube, der Spieler wurde hinten war. Ah, nee, Quatsch, sorry, ist ein Mate gewesen. Never mind. So, nachdem man ein bisschen Mitte-Aggression gezeigt hat, einige Granaten dafür investiert hat, möchte man schlussendlich jetzt doch noch sich für den Baseball entscheiden. Das Ganze wird natürlich executed. Wir sehen es, drei Smokes werden jetzt rausgeworfen. Wahrscheinlich eine für den Set, eine für Close Distance und eine für die große Rampe. Jetzt kommen die Granaten hinterher. Die Flashes sind natürlich die entscheidenden. Aber trotzdem der erste Frag erstmal bei Suge. Das war wichtig. So kann man natürlich Druck aufbauen und schaut euch mal an. Die Nummer 4, die ist schon hinter denen. Die ist schon hinter denen. Das heißt, Hunden ist schon in der Flanke. Keine Ahnung, wie der da durchgekommen ist. Ich verstehe es immer noch nicht. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Ja, und damit auf jeden Fall hier das erste Duell erzielt. Und Hunden schafft es nicht. Einmal sehr bekommt das 1-on-1. Und damit holt sich Force hier schon mal die 6. Runde. Und Oku hat es ja schon angekündigt, 7 sollen es werden. So, wie gut er das gespielt hat. Insgesamt 4 Frags hier erzielt. Und schaut es euch an, 3 davon richtig dicke Headshots. Ja, und damit auf jeden Fall Force hier weiterhin in der Führung. Und das gegen die City-Seite, unfassbar. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, es ist jetzt hier natürlich folgerichtig die Eco. Oh, super Suge von der Seite, auch hier nochmal ein Klick, aber Suge ist immer noch bekannt. Und das ist auch der letzte Akteur hier auf der City-Seite, der nochmal gegenhalten kann, schaffen sie nicht. Trotzdem 2 Terrors verloren, das gegen komplette USP ist gar keine schlechte, kein schlechtes Ergebnis. Und jetzt sind sie bereit. So, Hunde. Close Distance am Elektro. Man möchte sich jetzt nicht mehr Force hier so den Bewegungsspielraum geben, der vielleicht gerade funktioniert hat. Und deswegen sehen wir auch aggressives Play Richtung Efeu. Aggressives Play auf dem A-Spot. Sehr, sehr Close Distance zur Mitte. Trotzdem hat Force natürlich die passenden Antworten. 4-gegen-4 Situation. Xebauer mit der AWP auch immer noch zugegen. Man hat noch einiges an Granaten. Insgesamt 2 Smokes. Damit kann man natürlich einige Züge nochmal absmoken. Und vor allem auch noch 3 HEs, um gewisse Spots natürlich nochmal gezielt anspielen zu können. Gegebenenfalls wäre der Pop-Dog jetzt so ein Spot, wo man mal über die Bande natürlich den Druck aufbauen kann. Aber es scheint wirklich wieder der B-Spot zu werden. Ja, Entschuldigung. Und die anderen beiden verschiedenen Spieler sind im hohen Norden auf der Map. Und das könnte etwas lange dauern. Lid kriegt den Fuß hin, aber Stuge finde ich den ersten Spieler. Wupski. Ebenso mit dem Spiel am Start, aber dann hat man es geschafft, die mit 2 Mann gegen 4 zu halten. Und ich habe die ganze Zeit gerade Schluck auf. Aber jetzt ist es erledigt. Und diese Runde, nee, doch noch nicht. Und diese Runde auch. Einen Augenblick, ich bin direkt wieder da. Ja.
Damit soll es behoben sein, hoffentlich. Und jetzt sehen wir Arkor und Kunski wieder in oder weiterhin mit zwei AWPs. Auf der anderen Seite muss man jetzt wirklich runterforcen. Und das ist natürlich der Faktor. Du willst diese Runde hier mit allen Mitteln, die es nur gibt, irgendwie bezwingen. Damit du auch natürlich das Gegnerteam wieder in finanzielle Schwierigkeiten bringst und damit natürlich mehr Runden extrahieren kannst als erwartet. So, hallo X-Fire, schön, dass du einschaltest. Was ist das? Kirschblütlein. Auch nochmal Grüße gehen raus. Kirschblütlein, ja. Die Schrift auf dunklem Untergrund von meiner Entfernung schwer zu lesen. So. Aber noch ist diese Runde in keiner Richtung gegangen. Roger jetzt hier gerade mit ein bisschen Druck aufbauen. Der nimmt den ersten raus. Die zweite Waffe fliegt. Das machen sie gut. Und ein Bild für die Götter, Freunde. Ein Bild für die Götter. Aber Flit, der hat noch lange nicht genug aus dieser Runde und möchte hier gerne noch weiter arbeiten. So, erst den Spieler hier gesehen. Oben auf den Zug gegangen. Jetzt wird natürlich von mehreren Seiten unter Druck gesetzt. Aber auch diese Winkel kann Flit bisher erstmal alle dodgen. Problem ist nur, er findet halt auch trotzdem keine Spieler. Sie bleiben da komplett defensiv. Facebreak hat sich jetzt gerade verraten und damit sind natürlich beide Spieler klar lokalisierbar. Und mit 10 Sekunden Rest auf der Uhr wird man natürlich versuchen, die Waffen durchzubringen. Gegebenenfalls könnte man mit Twix natürlich offensiv gehen, aber das ist mit großer Gefahr verbunden. Fällst du selber, hast natürlich wieder geldtechnisch Schwierigkeiten. Wäre das jetzt hier ein Spielstand von 8 zu 5 gewesen, okay, dann gehst du da hinterher, weil danach nur noch eine Runde kommt. Aber so macht das alles keinen Sinn. So, streamt ihr heute Astralis gegen Liquid? Nein. So, und damit haben sich das erste Mal die Quoten für Foss gewandelt. Die hatten wir zwischenzeitlich echt auf einem Rekord hoch. Ah ne, jetzt verwechsel ich gerade. Nevermind, sorry. Mit dem letzten Spiel. Und hier schönes Double Setup. Und dann darf auch der obere Spieler, muss keine Angst haben, denn da wird natürlich gearbeitet. Aber Arkor hält hier den Spot erstmal sicher. Das heißt, mit dieser Aggression konnte man natürlich erstmal die Aufmerksamkeit auf sich lenken, aber die Schiebewege sofort mit passenden Molotovs hier genommen und schön von unten, der die Bombenleger instant rausnimmt. Und das ist natürlich so viel Druck, der da jetzt auf den Schultern lastet und als Unterstützung Suge von der Seite. Und das ist hier wirklich ein vorzügliches Spiel. Tricked kommt heran. Tricked holt am Ende wirklich die wichtigen Runden. Und das 7:7 steht kurz bevor, wenn Flit hier nicht nochmal etwas dagegen hat. So, erster Spieler relativ gratis bekommen. 79 HP noch bei ihm. Arkor steht da am MTW. Oh, jetzt hat man den Zoom gehört. Und Flit sollte sich dessen bewusst sein. Aber von der Seite ist Huge. Und der hat hier eine sehr schöne Runde geholt. 7:7, Ladies and Gentlemen. Und vielleicht behält Uku schon wieder recht, diese Lümmelsau. Der gibt mir mittlerweile auch einen Pinsel. Kann ihn mal jemand rauswerfen hier? So, wo und was spielen Astralis heute? Wann spielt Astralis heute? Ladies and Gentlemen, ich gebe euch den Hinweis nochmal. Schaut gerne auf 99damage.de vorbei. Da seht ihr rechts immer, welche Spieler an den heutigen Tage kommen. Wer spielt, wann spielt, wie spielt, wo spielt. Die Coverage ist da, Preisgelder, Lineups, Informationen etc. pp. Auch DreamHack, nein, Sebo, ist ein anderes Turnier. Da einfach mal einmal am Tag einen Blick drauf werfen und ihr habt alle Spiele im Überblick. Wenn natürlich ein Turnier läuft und da so einige Spiele noch TBA versus TBA sind, da könnte natürlich dann auch mal das ein oder andere Team mit drin sein. Überhaupt nicht schlimm, lieber One Hand Gaming, und auch gar kein Problem gegen, an Sebo. Nur so habt ihr es einfacher und wir haben es auch einfacher. Aber wir beantworten eure Fragen natürlich äußerst gerne. So, letzte Runde jetzt hier. Danach gibt es auch sowieso erstmal 2 Minuten Pause. Da habt ihr Zeit, ein bisschen rumzusurfen. Ja, und Bubski und Suge, die haben die ersten Spieler auf jeden Fall schon mal erspäht. Und bisher gab es noch keine Überraschung bei Force. Der Einzige, der durch ist, ist Almazer. Und der knallt hier auch gerade schon mal den ersten Shot raus. Aber mehr wird dann auch nicht mehr sein. Und der letzte Überlebende ist Jerry. Und der hat zumindest die letzte Map nicht wirklich geglänzt. So, 8:7, Ladies and Gentlemen. Tricked holt sich am Ende doch nochmal
die Halbzeitführung, aber das war doch reichlich wenig. Oder ziemlich wenig auf der CD-Seite, wie man es sonst von ihnen gewöhnt ist. Wir machen 2 Minuten Pause, Ladies and Gentlemen. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, Arkor Bubski, Hundenzjusch, Roger gegen Xebauer, den wunderbaren Flint, einmal sehr Jerry und Facecrack. Das ist die Partie und Forst immer noch leicht in Favor, laut gg.bet, laut den Quoten. Und wir sind gespannt, ob sich das Ganze auch hier wirklich bewahrheiten lässt. So, Hunden, gerade erstmal nur mit einer Hand am Maus und Tastatur. Man muss ja auch nicht übertreiben, ne? Man kann ja erstmal noch ein bisschen entspannen. Und dann geht's jetzt hier raus. So, Xebauer. Zack, zack, zack. Facebook. Einmal sehr, der nächste hinterher. Und dann sitzen hier die Shots von Force. Unfassbar, aber wahr. Und Tricked, ja, ist jetzt hier in dieser Pistole schon wieder sehr, sehr an die Wand gedrängt. Und so willst du natürlich nicht starten in so eine Partie. Hunden schafft es sogar, die Plans durchzubringen. Das gibt's ja gar nicht. Aber zur gleichen Zeit hat Flint jetzt hier das Knife Kill, den Knife Kill. Und das bedeutet, man kann auch schon in der zweiten Runde theoretisch mit AWP arbeiten. Vor allem nach gelegter Bombe und der Money-Umstellung, was die Galil und die Farmers angeht, ist das gut, gut, gut möglich, dass man hier wirklich die AWP schon in der zweiten Runde benutzt. Gerade auf Train, und da sehen wir es auch. Flint wechselt natürlich die Waffe. Problem ist nur, er bekommt der M4 und hat keinen Helm. Das heißt, er sollte unbedingt auf weite Distanz spielen. Das ist echt das größte Problem. Auch rein, lieber Uku. Oh, und da die Duelle natürlich auch immer wieder sehr, sehr interessant. Man hat sich bei Tricked also auch wirklich dafür entschieden, hier zweimal Galil, einmal boah! Und einmal die SG zu holen. Aber Akko, der braucht gar nicht diese ganzen Waffen. Schnellfeuerwaffen sind für Pappnasen. Hier braucht man gerade die wunderbare Scouten, als wenn man auf diese Distanz so treffen kann. Ey, ist das ein widerliches Siff-Piss-Siff-Waffen-Siff. Vor allen Dingen, wie, ja? Bei mir geht sowas nie rein.
Das regt mich ja richtig auf jetzt hier. So, Roger, zack. Bekommt nochmal einen, aber Jerry kann trotzdem die Antwort finden. Jetzt ist hier wirklich wieder der Schlagabtausch. Ein ganz klarer Execute, wenig Granaten, einfach nur wirklich viel auf Gesicht. Ja, man nutzt natürlich hier die Gunst der Stunde. Siouche immer noch am Leben und einmal sehr im One-on-One gegen den Akteuren von Tricked, gegen den Dänen. Und einmal sehr, der ist abgebrüht wie eine bayerische Weißwurst. Und das holt er hier, 3. Das ist super. 0-8. Und einmal sehr wirklich hier, auch in dieser Partie, einmal erneut Leistungsträger. Und das hier war sehr kurios. Man kriegt zwar noch einen Frag bei Flit, aber über ihm stand Siouche, der ihn überhaupt nicht wahrgenommen hat, obwohl er den ersten Schuss gesessen hatte. Und damit sehen wir hier jetzt eine Eco bzw. einen Force Buy bei Tricked. Mittlerweile läuft ihn so ein bisschen die Zeit davon, beziehungsweise die Runden. So, Flashbangs kommen raus, Smokes sind schon mal auf den Spot geworfen worden und einmal sehr ist bereit. Mit dem ersten Frag sitzt er schon mal, aber trotzdem Bubski hier. Erfolgreich. Xebauer an einer sehr offenen Position. Der muss natürlich richtig vorsichtig sein, dass er da jetzt nicht genau offen irgendwo rausgenommen wird. Da kann er eigentlich fast schon froh sein, dass Bubski nicht einfach durch die Smoke gelaufen ist, wie er es sonst vielleicht in manchen Fällen getan hätte. So, Hunden, pass auf. Big Jerry hier ist nochmal abgewehrt, aber am Ende ist es natürlich trotzdem die Runde für Force. 10-8, aber es bleibt spannend und es bleibt auf Messers Schneide. Dementsprechend echt gespannt, in welche Richtung es geht. So, meine Damen und Herren, und damit natürlich hier besseres Equipment. Oh, Jerry, er verjagt Bubski da komplett. Dem ist wahrscheinlich gerade der Stift in die Hose gedroppt. Aber einen stellt man ab, Richtung Efeu. Der steht natürlich komplett auf verlorenem Posten, zieht sich jetzt auch weiter zurück. Also er will gar nicht da so alleine stehen bleiben. Hat natürlich auch die Angst, dass er da vielleicht so ein bisschen der Angriffspunkt wird für die Herrschaften von Force. Und man hat 3 Smokes, die man jetzt verwenden wird. Alle Spieler haben sie in den Händen. Und dann soll es gleich auf jeden Fall mit dem Execute auf den A-Spot starten. Wir sehen es jetzt hier, die Smokes passen geworfen. Einiges an Sicht genommen. Und Jerry findet trotzdem hier den ersten Frag im Duell. Der nächste ist für Face Track. Flit ist mit am Start. Force ist gerade unglaublich unterwegs. Flawless Round für die Russen. Und das Team von Tricked. Eieieiei, ist hier gerade nicht nur Tricked, sondern auch Trapped. Die müssen langsam mal loslegen. Sonst wird es hier doch eine haarige Angelegenheit. Auch wenn es hier gerade in den Pistol Round geht, das Gute ist, das Train auf der einen Seite sehr verwinkelt ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch offene Duelle zulässt. Und vor allen Dingen, wenn die Gegner natürlich mit AWP arbeiten etc., hat man da die besten Voraussetzungen, um natürlich mit der Deagle auch auf weite Distanzen die One-Clicks herauszulocken. Und das ist natürlich auch immer wieder so ein Fall, warum ich auch ein ganz klarer Befürworter der Deagle bin bei DE-Train, wenn es um Pistols geht. Gerne ein Mix. So 3 Deagles, 2 CZs. 2 CZs, weil natürlich auch trotzdem neben diesem weiten und sehr, sehr offenen Feld hinter den Zügen, an den Kupplungen
natürlich genügend Bereiche sind, wo man unglaublich überraschend und unglaublich unangenehm im Winkel stehen kann. So, und auch diese Runde hat man, nachdem die erste Überraschung mit der Deagle natürlich die Runde eröffnet hat, trotzdem kontrolliert nach unten gespielt. Und genau das ist der erfolgsversprechende Bereich. Und so ist das Team hier von Force mit 12:8 in Führung. Und Tricked hat wirklich Schwierigkeiten auf der Terrorseite, irgendwie mal was Gewinnbringendes herauszulocken. Denn bisher hat man nur eine einzige Runde mit sich nehmen können. Der Rest ging hier komplett gebunden an das Team von Force. Ja, XT-Bau sollte hier tot sein. Kann ich mir nicht vorstellen, wie der da nochmal rauskommen kann. Aber er schafft es eiskalt. Er schafft es eiskalt. Ne, er bleibt wirklich nochmal da stehen. Er bleibt einfach immer noch da stehen. Wie frech kann man denn bitte sein? Alter, das ist dein Ernst? Einmal sehr, du Vollhorst, ey. Stell dir mal vor, der hätte noch 1 HP gehabt, dann wäre es das jetzt mal gewesen. Aber Vorstellung bringt uns hier nichts. Wir brauchen nur eine schöne Vorstellung von Tricked und Force, damit wir hier das Grand Final gebührend feiern können. So, in der Ecke, der Spieler ist da. Aber trotzdem gab es noch mal ein paar Brandverletzungen. Aber Rojay in diesem Moment, wo er den Popdog unter Druck setzen möchte, nicht fündig gewesen. Und Jerry, der passt auf, kriegt einen mit, weiß ganz genau, dass es da noch eine Ecke gibt. Aber jetzt ist Flit genauso mit der Antwort da. Ach du Scheiße. Uiuiuiui. Also ein blinder Schlagabtausch hier zum Teil. Und Squish nimmt hier den nächsten raus. Das heißt 3-gegen-3 Situation. Einer von den Spielern schon low HP. Das ist Xepower. Aber Xepower ist natürlich die AWP. Und der kann auch mit wenig HP trotzdem noch viele Frags holen. Das ist der große Vorteil am langen Rohr in den Händen. Und Akua. Im 1-gegen-3 Tricked. Die Luft wird dünn. Die Luft wird nicht nur dünn, die Luft wird auch mittlerweile stickig. 7 Sekunden noch übrig. Akku auch nur mit 26 HP. Den würden sie natürlich gerne jagen gehen. Der hat die AWP, der hat die Möglichkeit, hier die nächste Runde nochmal zu eröffnen. Aber bisher steht das russische Aufgebot vorzüglich. Und zeigt uns hier wirklich, wer die Nase vorne hat. So, wer weiß, ob Uku hier wirklich vielleicht recht behalten sollte und seinen schon lange als DreamHack Open Winter 2019 gewinnendes Team Force hier wirklich nach vorne marschieren sieht. Und bisher muss man sagen, Train wirklich relativ enttäuschend von Tricked. Da habe ich mir noch weitaus mehr erwartet, zumindest was die Statistik angeht. Jetzt hier der Triple Peak, das war absolut gut, aber man zieht sich weiter zurück. Und jetzt hat man natürlich die Infos. Und das war jetzt ein bisschen leichtsinnig, dass da wirklich das Gedankengut war, dass so lange da keiner rumziehen wird. Oh, schöne Runde. Jetzt haben wir hier nochmal Anteile von der dänischen Tricked-Organisation. Facecrack, einen nimmt er noch mit, Flit von der Seite. Hier wird er sogar messern. Beziehungsweise damit geht er nochmal auf die Runde. Ersten mitgenommen, jetzt geht es ihm noch nach vorne. Aber die Zeit ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Trotzdem ist die Option noch da, das Ganze hier zu bestehen. Man muss halt nur relativ schnell auf den Diffuse geht, aufs Diffuse gehen, aber nein, das schaffen sie nicht mehr. Aber Flit nimmt nochmal den nächsten Terror raus. Habe damit verloren. Und das 9:13 für Tricked zwar erspielt, aber trotzdem alles andere als zufriedenstellend. Aber Hunden kommt am Ende noch an die Arbeit dran und jetzt gibt es erstmal den Timeout-Call, um sich hier natürlich zu besprechen, zu überlegen,
wie man weiter vorgehen wird und was vor allen Dingen hier jetzt gerade das Erfolgsrezept war. zu 9. Wer hätte es erwartet? Wenn man sich vorher einfach mal die Teams, die Statistiken und die letzten 3 Monate angeguckt hat. Und da merkt man immer und immer wieder, die Karten werden komplett neu gemischt. Und das ist etwas, was gerade Counter-Strike jedes Mal so interessant gestaltet. So, und einmal sehr, das ist natürlich jetzt der absolute Super-GAU für Trick. Die wollten mit dem Tempowechsel hier auf den B-Spot kommen. Sie wollten überraschen und einmal sehr einfach mit 3K komplett eskaliert. Zeigt hier, wer die Glocken. Ach, das war falsch, der Satz. So, aber einmal sehr mit dem 4K. Und das ist natürlich jetzt erstmal der absolute Neckbreaker. Denn das Team von Trick ist natürlich jetzt auch finanziell am Abgrund. Und das könnte hier schon mitunter fast die Entscheidung sein. Da sehen wir es nochmal. Einmal sehr. Erster nimmt er raus. Zweiten nimmt er mit. Und dann den dritten hier hinterher. Und Nummer 4, der wird nochmal an der kleinen Rampe rausgenommen. Wie stark das ist. Er steht zentral auf dem Spot, kann so gut unter Druck gesetzt werden. Aber nein, er bleibt cool. Er holt alle Spieler. Und ist am Ende der Sieger dieser ganzen Kiste. Und Flit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh! Die Duelle im Pop-Dog für Jerry. 2 gegen 1. Kann er sich durchsetzen, wie 1 gegen 2. Und dann gab es noch eine HE-Granate für den Efeu, wo es auch ordentlich Damage gehagelt hat. Aber die Runde ist noch nicht vom Tisch. Denn Tricks, wir kennen diese Kämpfermentalität. Wir haben es ja auch gesehen auf oder im ersten Halbfinale, wo wirklich jede Runde immer irgendwie doch noch an sie gekommen ist. Und den hat er nicht auf dem Schirm. Flint jetzt damit erstmal verkauft. Gratis-Track nochmal für Tricks. Wenn sie das rumreißen, könnte das vielleicht nochmal so ein bisschen Euphorie geben. So ein bisschen Vorstoß und Elan. Aber auch Arco und Hunden sind schon von der HP-Anzahl stark dezimiert. Und hier geht es jetzt echt um Timing. Denn Granaten sind keine mehr vorhanden. Und man hat hier eigentlich eine sehr, sehr schöne Setup bei Force. Aber der Efeu, der könnte natürlich jetzt gleich hier der entscheidende Faktor sein. Erster Spieler raus, Facecrack fällt oben sofort und schaut euch an, wie gut er zurückzieht. Weiß natürlich ganz genau, Arcor, dem fehlt die Zeit. 25 Sekunden noch auf der Uhr, überall können die Spieler stehen. Und jetzt sind sie mit einer Double-Grundliniendeckung am Start. Und auch den Bombplant, den gibst du natürlich nicht gerne, aber in so einer Situation gibst du ihn halt einfach. Boah, und was ein Timing, ne? Was ein Timing. Er hatte da schon mal rumgepiekt. Arco legt jetzt hier die Bombe. Und dann wird er von der Seite abgefegt. Holt sogar nochmal einen. Aber 15. Runde für Ford. Und die Russen sind kurz davor, dieses Turnier zu gewinnen. Und das wird natürlich eine unfassbare Enttäuschung für Hunden sein. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Aber auf der anderen Seite ist es Force, dem man natürlich auch mal so einen Turniersieg hier definitiv gönnt. Das sind Punkte für die Premier Tour. Ja, nicht Premier Tour. Premier. Ihr wisst, was ich meine. Und damit hat Force hier ganze 6 Turnierpunkte. 6 Turnierpunkte, Freunde. Und dann sehen wir ein CIS-Team, ein komplett russisches Team an der Spitze zum Sieg. Und vor allen Dingen mit 50.000 US-Dollar mehr auf dem Konto. So, und Rojay ist auf jeden Fall gegen Flit hier erfolgreich. Die Pro Tour, vielen Dank.
Sushi aber trotzdem. Also, jetzt gerade möchte man bei Force irgendwie frühzeitig das Ganze erzwingen. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber Jerry ist zumindest hier auch schon wieder erfolgreich. Jetzt kommt zwar ein Hund hinterher, aber trotzdem ist natürlich der Druck auf den A-Spot enorm. Roger, oh nein, er wird rausgenommen, gibt's ja gar nicht. Das Duell ist da und damit ist nur eine 2 gegen 3 Situation und das ist machbar hier. Definitiv für Force, dieses Spiel hier doch nochmal zu gewinnen. 45 Sekunden noch auf der Uhr. Man rotiert erneut. Aber die Smoke ist natürlich jetzt erstmal ein Indiz dafür, dass hier irgendwo jemand stehen könnte. Das Ganze wurde abgebaut. Und jetzt muss man Step by Step nach vorne. Und da wird natürlich jetzt auch hier einmal sehr seine Steps hören, beziehungsweise seine Awareness und seinen Fokus auf die Leiter haben. Und jetzt geht man doch nochmal über die Mitte, doch nochmal über die Terrormitte. Und das wird zu viel Zeit kosten. Und das war's, Leute. Das war's. Arcor alleine gegen 2 ist hier unter Druck gesetzt. 7 Sekunden auf der Uhr. 5, 4, 3. Und das war's. Ladies and Gentlemen, Force ist Sieger der DreamHack Open 2019. 50.000 US-Dollar. Und schaut euch diese Freude an. Ist das schön. Ist das schön, wenn sich Teams noch mal freuen können. Und das ist verdient, Freunde, das ist verdient. Man hat sich über so viele Spiele, über so viele Momente, über so viele Matches, über ganze Distanzen, über volle 3 Mapper immer und immer wieder durchsetzen können. Und am Ende natürlich die bitterste Pille. Hier hat das Team von Trick zu schlucken. Und gerade Hunden tut mir da sehr, sehr leid. Genau wie Bubski. Und auch der Rest der Jungs. Am Ende ist man nicht zufrieden, wenn man nicht gewinnt, habe ich mal gelesen. Ich glaube, Faven war es. Ungefähr der Wortlaut sollte es sein. Und hier gibt es natürlich erstmal noch die Flagge. You had one job, guys. Jawoll! Schön, Freunde, schön. Auch mal wieder andere Teams hier auf der Bühne zu sehen. Und vor allem auch auf der Tribüne. Auf dem Podest, Entschuldigung. Und dann lässt sich natürlich jeder nochmal feiern. Wunderbar, wunderbar. Und auch er darf nochmal ran.